Der Fahrerplatz des neuen Scenic ist klar strukturiert und bietet ein hohes Maß an Komfort. So befinden sich am Multifunktionslenkrad Bedienelemente für den Bordcomputer, die Telefonfreisprechanlage und den Tempomaten. Das in der Höhe und Tiefe verstellbare Lenkrad ermöglicht es dem Fahrer, den für ihn optimalen Abstand einzustellen. Nach dem Anlassen wird das optionale Head-Up-Display ausgefahren. Es wird ein hochauflösendes Farbbild ins Sichtfeld des Fahrers projiziert. Ohne den Blick von der Straße nehmen zu müssen, hat er alle wichtigen Informationen im Blick. Im Kompaktvan-Segment besitzt nur der neue Renault Scenic dieses Ausstattungsmerkmal. Folgende Einstellungen des Head-Up-Displays können über das Multifunktionsdisplay vorgenommen werden: die Neigung und die Helligkeit. Nach Abstellen des Motors wird das Display wieder in die Ruhelage zurückgefahren. Die Sitzeinstellungen von Fahrer- und Beifahrersitz werden entweder manuell oder optional achtfach elektrisch betätigt. Mit dieser Taste wird der Sitz nach vorne oder nach hinten gefahren. Und diese Tasten dienen der Sitzhöhenverstellung. Selbstverständlich ist die Sitzlehne ebenfalls verstellbar und hat eine einstellbare Lendenwirbelunterstützung. Vor dem Sitzkissen befindet sich eine ausziehbare Beinauflage. Nach einem Druck auf diese Taste werden die aktuelle Sitzposition und die Position der Außenspiegel über das Multifunktionsdisplay gespeichert. Das Abrufen einer gespeicherten Sitzposition erfolgt über die Taste am Sitz und das Multifunktionsdisplay. Die optionale Sitzheizung wird an dieser Stelle eingeschaltet. Ein erneuter Tastendruck reduziert die Temperatur. Selbstverständlich ist der Beifahrersitz ebenso beheizbar. Ausstattungsabhängig können die vorderen Sitze über eine Massagefunktion verfügen. Art und Intensität der Massage werden über das Multifunktionsdisplay ausgewählt. Die Sitzlehne des Beifahrersitzes lässt sich komplett nach vorne klappen und zum Beispiel als Ablage nutzen. Mit an Bord die Easy Access-Funktion. Nach Anlassen des Motors fährt der Sitz wieder in seine ursprüngliche Position. Auch ist es möglich, dass der Fahrer den Sitz des Beifahrers mit den Tasten am eigenen Sitz einstellt. Nach Abstellen des Motors wird die elektrische Parkbremse automatisch angezogen. An Steigungen kann die elektrische Parkbremse natürlich auch manuell angezogen werden. Sobald der neue Scenic anfährt, wird sie automatisch gelöst. Ein unbeabsichtigt abgestellter Motor wird unverzüglich wieder angelassen. Die Funktion Berganfahrhilfe wird automatisch aktiviert und hält den Bremsdruck ca. 2 Sekunden lang nach Lösen des Bremspedals aufrecht. Damit hat der Fahrer genügend Zeit, das Fahrpedal zu betätigen, ohne dass das Fahrzeug rückwärts rollt. In einigen Situationen ist es besser, mit dieser Taste an der Bedieneinheit der Fahrertür die Bedienungen der hinteren Scheibenheber auszuschalten. An den Fronttüren befindet sich je eine Kindersicherung unterhalb der Schlösser.